Ich werde euch den Opal überlassen. Aber er kommt mit einem Preis. Eine Seele für eine Seele, wenn man so will. Sie beäugt euch jetzt alle intensiv und sagt, das bedeutet, dass ich etwas von einem von euch, der sich bereit erklärt, brauche, etwas, das ihm mehr wert ist als alles andere in eurem Besitz. Als eine Art Bürgschaft. Nur so wird es funktionieren. Nur so kann ich meine Existenz gewährleisten und es bedeutet, dass wenn ihr bei eurem Versuch, den Evercore zu zerstören, scheitert, mir diese Seele gehört. Nimm es von mir, sagt Torin und reißt sich so vorne die Knöpfe auf, dass so seine behaarte Brust zu sehen ist. Du kannst es dir nehmen! Was willst du mir denn geben, Torin? Nimm dir, was du brauchst! Ich kann nicht entscheiden, was das ist. Ich brauche etwas, das ein Teil deiner selbst ist. Materiell oder nicht, das ist mir egal. Mein Gold? Sie guckt alle an. Torin ist okay. Bei dem... Also... Wer von euch... Hey, ich meine, sein Gold ist ein sehr großer Teil seiner... Also ich meine, ich habe ihn noch nie irgendjemandem freiwillig Gold anbieten hören. Mach mal einen Persuasion-Check, Torin. Torin greift erstmal in seine Bag of Holding und holt den Warhammer raus und kniet nieder und sagt, also gut, es gibt eine Sache, die mir wichtiger ist als mein Gold und das ist mein Kriegshammer, weil es die erste Waffe ist, die ich geführt habe. Mach mal einen Persuasion-Check, Torin. 14. Eine Waffe zum Morden genutzt, wirklich das, was tief in deinem Herzen ein Teil deiner selbst ist, was ja, zu dir gehört. Weil ich damit meine Freunde verteidigt habe. Und ich gucke so ganz zu den anderen. Damit konnte ich Leben retten. Von Leuten, die mir wichtig sind. Auch um dir zu helfen, werden wir Waffen verwenden müssen. Sie gehören einfach dazu. Jetzt macht Torin so ganz theoretisch. Nimm den Hammer bitte schnell. Ich entscheide mich sonst nach oben. Sie guckt dich an und sie sagt, das ist nicht genug. Ich hab dieses Eichhörnchen. Ich mag sie wirklich sehr gerne. Wenn du mir versprichst, dass du gut auf sie aufpasst, dann lasse ich sie hier. Mach eine Persuasion-Check, Bree. Der DC ist ein bisschen höher jetzt. 7. Ich glaube, ihr versteht die Tragkraft dieses Angebots nicht. Doch, lasst mich mal. Probier's. Was bietest du mich an? Ich knie mich zu Jost hin und dann lasse ich ihn so klein werden und auf meine Hand. Und dann gehe ich zu ihr rüber. Das ist Jost. Er ist ein Teil von mir, weil ich ihn selbst gebaut habe. Aber er hat auch seine eigene Seele. So
Er ist ein... Er ist mir sehr wichtig. Aber es ist mir auch unsere Welt sehr wichtig. Mach einen Persuasion-Check definitiv mit Advantage. Schrecklich. Okay, ich nehme den Def, die beiden Def. Ich habe eine plus 3. 16. Gott, das war... Okay. Sie... kniet sich auf ein Knie zu dir herunter und sagt: Sollte euer Vorhaben gelingen, dann stehe ich unweigerlich in deiner Schuld für dein Opfer. Und um dies zu begleichen, will ich euch einen Wunsch gewähren. Den Schatz! Einen Wunsch. Hey, Matt macht so über deinen Mund und zieht dich so zurück. Wenn ihr es schafft, meine Seele zu befreien, haben wir eine Abmachung? Ja! Ich gucke tief in ihre vier Augen. Ich nicke. Ich weine aber auch dabei. Hör mal! Jetzt, wo diese ganzen Reichtümer hier niemand mehr braucht und wir dir unsere wertvollsten Sachen gegeben haben. Au! Au! Meinst du, es wäre doch möglich, dass wir uns ein paar kleine. Können wir vielleicht... Ich auch noch mal. Ah, die Reise ist lang und... Ihr seht, wie ihr ernstes Gesicht so ein bisschen bricht und sie sagt: Diese Reichtümer bedeuten mir gar nichts. Also na dann, ich meine, wenn sie ihr nichts bedeuten... Sie gehören mir nicht und ich möchte auch nicht, dass sie weiter mein Zuhause beschmutzen, da sie mich an das erinnern... was hier geschehen ist. Von mir das aus... Das kann ich total gut verstehen. Nehmt, was ihr wollt. Wir räumen das alles weg. Du wirst das nie wieder sehen. Und Thorin rennt rein und fängt an, einfach sofort die Bag of Holding komplett mit den Reichtümern voll zu machen. Kleinen Augenblick noch. Während Thorin das macht, dreht er sich wieder zu dir, Daffodil, legt eine Hand auf deine Stirn und eine Hand auf Jost und sagt: Ich glaube an eure Fähigkeiten und ich verspreche dir, dass ihr euch wiedersehen werdet auf eine oder andere Weise. Ich spüre allerdings, dass ihr etwas in euch tragt, ihr alle hier. Etwas Schweres. Tiefe Trauer und Schmerz lasten auf euch. Ihr habt alle Verluste erlitten. Die furchtbarste und schmerzhafte Art des Verlustes für Sterbliche wie euch. Und sie guckt auch dich, Heribert, einmal an. Intensiv. Sagt, werdet ihr nicht in Versuchung geraten, die Macht des Opals für euch zu nutzen? Geschehenes ungeschehen machen einfach so? Niemals. Nein! Dann wären wir ja auch nicht besser als sie. Und sie stellt sich hin, sie nimmt da Jost in ihre Hand. Kann ich ihm noch ein Küsschen geben? Klar. Okay. Und
Just ist ja nicht gerade groß. Sie nimmt ihn so in ihre zwei Hände und hält ihn hier an ihr Herz. Und dann sagt sie, ich wünsche euch auf eurem Weg alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und dann schließt sie ihre Augen und der Stein in ihrer Stirn beginnt zu leuchten, immer heller und heller und heller, bis ihr fast nichts mehr sehen könnt, außer grelles Licht. Und als sich das alles wieder so ein bisschen legt, ihr hört Geröll, was sich bewegt, ihr hört Steine an Steine reiben. Und dann schaut ihr, als es wieder etwas dunkler wird, auf die Plattform, da wo der Stalagmit steht. Dort steht jetzt das steinerne Abbild von, was ihr vermutet, Euphemeriel, die Archfey dieses Berges. Mit den Händen an der Brust und in ihrer Stirn ist jetzt ein wunderschöner schwarzer Opal eingelassen. Wie eine Galaxie in einem kleinen Stein gefangen. Und ja. Just ist nicht mehr da. Sad moment. Es wird immer die ganzen